Was ich ungefähr 12 Jahre alt war, nach einer Schule, ich hatte einen sehr guten Freund. Wir gingen dort auf ihrem Schein oder Schule gehen und mit diesem Freund top sein und wir waren sehr jung. Wir haben viele Dinge top getan. Gute Tiden gehabt, Schein gehen gehabt. Aber ein Tag hat man irgendwo gestiert. Er war eins von dem Jahr seiner Schule. Ein anderes Kind in der Schule. Und wir verteilten Schlag über das Kind. Wir sehen Dinge, was wir niemals sollen sein. Ich sehe Dinge, was falsch wäre, was irrig wäre. Dem Jahr hier dort, andere Kinder hier dort. Und sie gingen zum Lehrer und er wurde geklärt. Der Lehrer kam rüt und fragte, was ihr an, Jungs. Wir müssen alle werden hingehen. Und wir hatten was getan, was sehr schlimm wäre. Wir hatten sehr schlimme Dinge gesagt. Und der Lehrer fragte uns nun. Und wir wussten ganz näher, das gibt Strafe. Mein Freund stimmt dazu und er sagt, ja, ich habe diese Dinge getan. Ich sagte, nee, ich kann nicht. Wenn ich hatte sehr Angst vor Strafe. Und ich sagte, nope, hat nicht mehr zu tun gehabt. Mein Freund sieht mich direkt hart. Aber er sagt, hey, hart. Ich ging rüt, ich kann rüt gehen, der Freund bleibt bei mir. Und er rührt, und er kehrt bieten, weil er rührt, ich riech Strafe. Schütze Leute, ich habe den Lehrer rüt. Und er sagt, hey, sag ich dir, hast du auch? Nee, ich sagte, kann ich. Und ich verliere dort. Ja, und dann kriege ich noch mehr Strafe. Und dabei kam er rüt. Und ich komme nicht besehen, dass du nur dem sein, sei gute Freunde warst. Ich kriege nicht Strafe. Ich verliere dort, was ich getan habe. Ich komme nicht mehr wach. Ich komme in meine Jugend. Leute mich taufen. Befried mich. Und wenn ich ein oder zwei Jahre befried wäre, kam der Jesus Gottes auf mich. Und er sagt, eins Wort, er ist noch nicht draufgestellt. Ich muss mein Lehrer, der in einem anderen Land wohnt, lang wach wäre, einen Brief schreiben, Kontakt merken und sagen, ich kann mich sehr verschuldigt. Dann mal habe ich sehr gelernt. Ich kriege nicht Strafe, aber keine Strafe gehabt durch diese alle Jahre. Was schwor auf mich liegt. Die Lehrer wusste das nicht, aber ich wusste das. Ich möchte die Sache rein und war frei. Im Psalm 32, Vers 3 durch 5. Du sagst David, wenn sie meinen Sinn verstärken will im Leben, dann wird Gott seine Hand so vorsagt mir, und dort trägt und dort weh, und er kann nicht warten, aber er kann nicht mal schlucken. Dort wird ein schweres Leben. Aber wenn sie meinen Sinn bekam, in der Rüt bracht, in nur Gott bracht, dann verjäufe ich mich. Dann wird das Leben leichter. Dort selbst überlebt ich. Ich dachte, ich kann warten, mit denen ich verliere, ich deutlich. Aber Gott seine Hand, wir schwor mich durch diese Zeit und das Gewissen direkt durch. Freund, ich weiß nicht, was dein Leben ist, aber ich kann dir ein Ding sagen. Was immer in dein Leben ist, wo es nicht dargestellt ist, wo vielleicht eine verstärkende Sinn ist und du sagst, habt keiner gesehen, habt keiner gemerkt? Stimmt vielleicht. Aber Gott wie du, er sagt dort. In Gott seine Hand, wo er treten, wo er du sein und du wirst nicht vergeben, weil du bekannst. Bekannt zu Gott. Und heute wird die vergeben. Merk dir den ja klar. In deinem Leben wird leichter, viel, viel leichter sein. Und du wirst im Leben Dollar beschäftigen und wieder vorwärts kommen, wegen Gott, die sehen wird und nicht retten wird. Gottes Segen.